Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu RCCT Stöpsel. Heute hier wieder VRC Pro. Wir haben hier, habe ich im Video davor schon erwähnt, dass ich heute mal zeige, wie man sich hier den Platz einrichtet. Also am einfachsten geht es, wenn man einfach hier auf die einfach auf die Tasche klicken. Dann kann man hier einfach oben anfangen, dann mache ich das immer, kann sich hier ein jeweiliges Ladegerät aussuchen, gibt es dann auch noch von LAP. Ich habe hier jetzt das Muchmore genommen, dann einfach einmal, dann einfach nur so, dass der Haken dann da ist, das reicht immer schon. Dann einfach zum nächsten. Dann hier haben wir von VLC Pro auch die verschiedensten. Haben wir hier von Hoodie, Muchmore, Serpent. Nicht mal von Muchmore hier den schwarzen. Gibt es hier den von XSeed. Also ich mache das immer so. Hier von Extra gibt es auch einen. Ich drücke einfach mal hier schon mal erstmal auf OK. Also ich mache das immer so. Ich gucke mir an, welche Autos ich zum Beispiel fahren will. Und ich fahre eigentlich grundsätzlich alles. Also im Prinzip wie in echt auch. Da fahre ich auch vieles. Und deswegen fahre ich hier nicht alles. Da muss man, also ist mein Plan immer zu gucken, was geht erstmal gut und wie kannst du das am besten verbinden. Das heißt, ich fahre eigentlich den Serpent und ich muss selber kurz überlegen. Warte. Ich fahre eigentlich, den Serpent, ja, also den 1:10 und 1:8 Verbrenner und den Associated, den Asso. Weil da gibt es drei Autos, von dem anderen gibt es zwei, das passt eigentlich relativ gut, das überschneidet sich nicht und dann gibt es ja die Autos, die du gar nicht so von den anderen hier bekommst, halt dann bei Intercept. Deswegen versuche ich meinen Platz so einzurichten, dass es von den Marken, sagen wir mal, passt, ne? Also zum Beispiel von den Reifen, was man da fährt oder so, ne? Schauen wir mal weiter. So wie jetzt hier. Das ist von Federn, Dämpfern und so. Nämlich von Intercept, weil das passt einfach besser, weil die Autos, ne, und so. Deswegen von Hoodie habe ich da nicht auch nichts. Lampe könnte ich jetzt von der VRC Pro oder Muchmore nehmen, aber da, weil ich beides halt nehme, ne, aber die Muchmore finde ich ein bisschen schöner. Hier habe ich das Protoform genommen. Wir haben hier, ich gehe mal ganz nach vorne, viele hier von VRC Pro, sehr viele, also sehen eigentlich auch relativ geil aus eigentlich. Dann von Asso, das kennt man eigentlich ganz gut von früher noch. Bitty Design, ganz ace. Also ich schalte hier einfach mal so ein bisschen durch für euch. Hoodie. Ja, auch das hier sehr bekannt. Von Kyosho. Kannte ich zum Beispiel vorher so gar nicht. LAP, also das ist auch schon relativ alt. Aber das ist eigentlich relativ noch neu. Von Mugen. Nosram.
Pico. Dann Proline. Das ist halt von Protoform. Das hier hätte ich jetzt auch nehmen können, aber brauche ich ja im On-Road-Bereich nicht. Ja, hier von Tamiya eigentlich auch wunderschön. Also das hat was, finde ich. Exceed. Und halt das von X-Ray, die beiden. Ich muss mir mal ein bisschen beeilen, hier sind schon mal 5 Minuten. Aber so viel ist auch nicht mehr. Hier haben wir die verschiedenen Zangen. Einfach irgendwas nehmen. Hier finde ich das Lade einfach viel geiler, weil von LAP ist es einfach das Netzteil. Aber so hast du da zwei Ladegeräte stehen, finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Hier Setup Board. Habe ich sogar von Hoodie genommen. Weiß ich gerade gar nicht warum. Ach so, weil das hier irgendwie der Koffer ist. Ja. Ich guck mal. Ah, okay. Das scheint dann nur so zu sein. Also hier jetzt das VLC-Board habe ich jetzt mal umgetauscht, weil das Hoodie. Ja. Sonst habe ich das. Das wird mal verdammt. Das wäre das einzigste von Hoodie, was ich da halt benutze. Wo waren wir jetzt? Hier waren wir. Dann hier die Lötstation von LAP, eigentlich auch eine echt gute. Dann hier haben wir nochmal den Koffer. Tasche. Also das sind jetzt die Taschen. Auch einmal hier die große zum Rollen und einmal die andere. Das hier sind also die hier und die, das sind eher so diese großen 1 zu 8er Taschen. Ich schalte hier auch wieder einmal durch. Dann gibt es hier noch Fantamia und X-Ray. Dann haben wir hier den Koffer, also den und halt den VLC. Hier haben wir, ja. Das sind die, was dann auf dem Setup-Board steht. Da steht dann nochmal das drauf. Habe ich jetzt einfach Serpent genommen, würde ich das Ding noch in echt fahre. Wer das jetzt noch nicht weiß, ne? Ich fahre wieder Serpent. Und ja, also, ne, steht nicht auf dem Setup-Board, sondern hier auf dem Laptop. Ja, ich habe eigentlich erst gedacht, das wird ein kurzes Video. Aber es wird doch etwas länger, so vom Zeigen her und so. Und würde jetzt dann aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen was geholfen, ne? Also. Und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.